Eine Woche vor dem Fall Fechter ist südlich Eisenach mein Freund Hauptmann Rudi Arnstadt von den Grenztruppen von einem Beamten des Bundesgrenzschutzes, einem höheren Beamten im Range eines Hauptmanns, erschossen worden. Und zwar mit seiner Maschinenpistole zersiebt worden auf unserem Territorium. 8 Tage später versucht ein junger Mensch, aber keiner der Flüchtigen hat die Zeit gehabt, einen Personalausweis vorzuzeigen. Ich bin erst 16 oder ich bin 20 Jahre alt. Hat versucht, die Grenze zu verletzen am Reichstag. Und rechts und links, und das haben ihre Kameraleute, die westlichen, nicht sie, die westlichen, sie waren ja noch in Kinderschuhen, die westlichen Kameraleute haben damals peinlichst ausgespart, wer da rechts und links stand. Da standen Engländer, Amerikaner, die nichts verloren hatten, im britischen Sektor war das, mit Pistolen, mit Karabinern und zielten auf unsere Soldaten, die den Fechter aus dem Stacheldraht rausholen sollten. Das stimmt genau. Das stimmt ganz genau so, wie es war. Wie Sie immer gelogen haben.